Warum denkst du so, warum sage ich mir jetzt, okay, ich greife jetzt Sachen aus meiner Jugend auf oder überhöhe die oder bearbeite die? Ich glaube, es ist mehr dokumentieren. Ideen sind kein Problem. Ja, aber es ist eher die Auswahl, welche gut genug oder sind, sag ich auch oder immer. Wozu ich Lust habe. Genau. Nee, okay. Erstmal werden die einfach alle aufgeschrieben, ne? Echt? Ja, eigentlich schon. Hast du so ein Blackbook? Ja. Und jetzt ist es dokumentarisch, ich würde es eher, wie gesagt, erinnernd oder verarbeitend. Ne? So. Chronist einer Chronist, Zeit. Ne? Ja. Aber es ist natürlich auch eine Verfärbung. Ne? Es ist natürlich auch deine persönliche... Also es nein, nein, klar, das bin ja auch nicht nur ich. Das also ist ich der Generation. Ich habe diese Spiele gar nicht alle intensiv gespielt. Ja. Also doch, die jetzt, Doom zum Beispiel, ist überhaupt nicht mein Spiel. Ja. Das ist nur einfach wichtig gewesen, deshalb ist es dabei. Und dann eher so von den, von, nicht unbedingt von mir, sondern von den Leuten, mit denen ich so aufgewachsen bin, die ich so kenne. Ich hänge die nochmal hier hin. Gut, es ging schon auch darum, also bei sowas jetzt, dass es besonders absurd ist, das zu tun, ne? Ja. Also weil es gibt ja dieses festgeschriebene Leinwandformat, was ich ja eigentlich auch gar nicht aufzubrechen versuche. Es sei denn mal so eine Ecke hier, weil die wichtig ist. Ja, dann ist es da ist ja eigentlich ein Loch, das habe ich jetzt nur gemalt. Dann ist es aus Holzfräsen, müsstest du den Tierschutz raus. Dann wäre es ja auch wieder machen. Nicht mehr gemalt. Dann wäre es ein Objekt gebaut. Genau. Und das dann, da hättest du praktisch eine Diskette in größer nachgebaut. Die Ecke musste ich mir halt gönnen. Diese Toffifee-Packung ist so. Die stimmt ja übrigens gar nicht, ne? Die ist eigentlich eine Reihe mehr. Die habe ich mir ja schon noch minimal angeeignet. Stimmt, das ist 5. Ja, das ist eigentlich 5. Ja. Ich habe 4:3 draus gemacht, weil ich das für ein tolles Format halte. C3PO. Ich habe das für eine Science-Fiction-Ausstellung gemalt. Okay, es gibt irgendwie einen Raum, vielleicht auch eine Thematik, wo du dann trotzdem ganz bewusst suchst. Eigentlich habe ich zumindest einen Raum, ist ein gutes Thema. Mhm. Das ist dann immer so gesammelt. Ne? Ich habe immer so viel zu viele Ideen und dann gibt es halt irgendwann eine Ausstellung. Manchmal hat die ein Thema, manchmal nur Räumlichkeiten und dann gucke ich, was passt dazu. Es ist ja generell so, Malerei ist einfach total langsam. Ja. Also das ist nicht nur mir so. Ja. Das ist ein sehr langsamer Prozess. Ja. Genau. Trotzdem ist es ja auch, selbst wenn ich sowas habe, da fange ich ja erstmal an. Da weiß ich ja nicht genau, wie es sein soll. Das entsteht auch Stück für Stück, obwohl das bei so einem Bild gar nicht so aussieht. In dem Fall ist das mal so eine Skizze, wo ich einfach versucht habe, ein Ding einfach ungefähr durchzuziehen für alle, weil das Licht kann ja so nicht stimmen. Das müsste sich ja leicht verschieben. Ja. Was ich aber doof fand. Allgemein, du kannst selber deine eigene Welt erschaffen. Ja. Also erschaffen ja nicht, du kannst beschließen, wie sie aussehen soll. Bei vielen so Ölmalerei war was Acryl. Ja, die ersten Autos waren noch Öl. Ja. Ich hatte einfach keinen Bock, wieder 3 Tage zu warten, bis ich die nächste Sache machen kann. Genau. Da steht noch der ganze Ölkram rum. Und war der erste davon, war das wirklich so, dass du, war das erste dein Auto? Nein. Nein. Es war nur eine Idee, dass du dachtest. Das geht jetzt nicht mehr. Wir haben da unten geparkt. Da war eine ganze Reihe Parkplätze. Ja. Und es war dann ungefähr die Größe, in der ich es gesehen habe. Und da habe ich sie so groß gemalt. Mhm. Und so bin ich eigentlich noch drauf gekommen. Aber das war auch gar nicht Neon und auch überhaupt nicht Orange. Nee. Das war eine andere Farbe. Einfach weil das ja die meiner Meinung nach stärkste Farbe, die es gibt. Und als ich das Große gemalt habe, hatte ich immer dieses Nachbildproblem, weil ich ja vor so einer Wand stand, die war dann irgendwie über 1,5 Meter, fast 2 Meter hoch und 4 Meter breit. Ja, und dann sah danach alles ewig grün aus. Ja. Wenn ich die ganze Zeit hingeguckt habe, habe ich danach einfach so, und das war dann irgendwann, hat mein Gehirn nach so ein paar Wochen das ausgeschaltet. Und seitdem habe ich das nicht mehr.